Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des Kriegersoldaten- und Reservistenvereins bei uns in Obertraubling in der Leo-Grass-Mehrzweckhalle recht herzlich begrüßen. Vor 2 Jahren, anlässlich unseres 125-jährigen Vereinsjubiläums, konnten wir zum ersten Mal den Reservistenmusikzug der Oberpfalz in Obertraubling willkommen heißen. Damals hatten wir ein fast volles Haus und von den Musikern hörten wir, dass es einer ihrer tollsten Konzerte war. War es doch ein sehr begeisterungsfähiges Publikum. Von Seiten der Gäste hatten wir viel positive Resonanz. Leider sind dieses Mal nicht so viele unserer Einladungen gefolgt, was uns als Zuhörer und ich hoffe euch als Musiker aber nicht daran hindert, auch dieses Mal wieder einen begeisterungsfähigen Abend zu erleben. Und jetzt wünsche ich gerne allen einen tollen Abend. Vielen Dank, dass so zahlreich gekommen sind. Und viel Spaß, gute Unterhaltung. Herr Ziegler, Herr Staatsoberhauptmann Ziegler, bitte übernehmen. Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier in Obertraubling, in dieser wunderschönen Mehrzweckhalle. Ja, Herr Bäumel, so frustriert brauchen Sie jetzt nicht sein, weil ich finde, dass der Besuch oder zumindest der Applaus mindestens genauso stark ist wie vor 2 Jahren. Ja. Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen wieder einen wunderschönen, abwechslungsreichen Abend. Wir haben alles dabei, von Marschmusik natürlich für die alten Soldaten, alten Reservisten. Wir haben Ouvertüren dabei, wir haben moderne Musik dabei. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich ganz besonders, dass viele meiner früheren Kameraden vom Heeresmusikkorps 4 heute zu uns gefunden haben. Man merkt hier im Regensburger Raum, da ist einfach die Welt noch in Ordnung. Und ich glaube, ein paar sind doch dabei, die dem Heeresmusikkorps 4, welches vor 11 Jahren aufgelöst wurde, leider doch noch nachtrauern. Umso mehr freut es uns, als Reservistmusikzug bei Ihnen sein zu dürfen und für Sie heute aufspielen zu können und vielleicht ein bisschen Sie in Erinnerungen schwelgen lassen. Viel Vergnügen! Begrüßt haben wir Sie mit der Konzertfanfare von Cees Vlak, eine schöne, würdige Melodie zu Beginn. Und ich möchte jetzt gleich weiterleiten an meinen Co-Moderator Anton Lottner, der heute mit mir durchs Programm führen wird. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ja, auch von mir einen wunderschönen Abend hier, heute in Obertraubling. Ich war früher auch beim Heeresmusikkorps 4. Ich traue derzeit schon noch nach, aber es ist wirklich schon lange her. Wir haben gerade uns unterhalten. Man kann gar nicht glauben, dass Kollegen von damals schon so lange pensioniert sind. Dann weiß man selber, wie alt man mittlerweile ist. Gut, aber das nur am Rande. Nach der Konzertfanfare von Cees Vlak geht es bei uns nun weiter mit einer ganz besonderen Ouvertüre. Es ist eine moderne Ouvertüre, die erst knapp 10 Jahre in etwa alt ist. Sie wurde komponiert vom österreichischen Komponisten Thomas Doss, dessen Vater Deutscher war, und er hat dieser Ouvertüre den Titel Ouverture Allemande gegeben, also französischer Titel für eine deutsche Ouvertüre. Ich denke, auch rein in dem Titel steckt schon drin, dass er die Verbundenheit zum einen zwischen diesen beiden Ländern, aber auch den vielen anderen europäischen Ländern untereinander diese Ouvertüre widmen wollte. In Zeiten von Union und Kooperation sollte das europäische Denken tolerant und offen gegenüber nationalen Identitäten und Kulturen sein. So hat er das auch in seinem Vorwort geschrieben. Die europäische Kultur hat viele Gesichter, was sie einzigartig macht. Thomas Doss schreibt außerdem in seinem Vorwort: Die Schatten der Vergangenheit sollten nie vergessen werden, aber sie dürfen die Gegenwart und die Zukunft nicht verdecken. Viele Geister durchwandern diese abwechslungsreiche Ouvertüre, und wer genau zuhört, wird auch einen großen Meister der klassischen Musik. Freuen Sie sich auf ein kreatives Werk mit moderner, harmonischer Klangsprache, Ouverture Allemande von Thomas Doss. Viel Vergnügen!
verehrten Damen und Herren, wer hat den berühmten Komponisten erkannt, der darin zitiert wurde? Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor. Ich kann es nicht singen, aber so ungefähr war es. Meine Damen und Herren, Mozart war drin. Die Hochzeit des Figaro war drin. Tja, ich habe CDs dabei, die werden wir heute, um Ihre Aufmerksamkeit zu steigern, verlosen, verschenken. Die erste kriegt der Bürgermeister, auch wenn er es nicht gewusst hatte, dann weiß es beim nächsten Mal. Bitte schön, ciao. Bitte schön. Ja, ein herrliches Werk, diese Ouvertüre Allemande. Es muss nicht immer was Altes sein. Moderne Klangsprache, glaube ich, kommt in dieser Form sehr, sehr gut an. Das haben wir gerade gehört. Freut uns. Jetzt geht es allerdings mit einer Bearbeitung von einem älteren Werk weiter. Das Stück heißt March of the Trolls. Der Komponist ist Edward Grieg. Der hat sehr viele Kompositionen für Klavier geschrieben. Und einige dieser Werke hat er in einer lyrischen Suite für großes Orchester zusammengestellt. Und darunter ist auch dieser Marsch der Trolle. Wie Sie vielleicht wissen, sind Trolle menschengestaltige Fabelwesen der nordischen Mythologie. Sie können furchteinflößend, aber auch niedlich und nett sein. Und genauso kommen sie im Arrangement für großes Blasorchester von Brian Beck daher. Sie werden die unterschiedlichen Charakterzüge sicher gut erkennen. Nach dem March der Trolls geht es weiter mit einem richtigen Marsch. Und zwar steht bei uns auf dem Programm dann der Marsch Eher Never von Georg Fürst. Dieser Marsch wird eher selten gespielt, aber Georg Fürst ist ein sehr bedeutender Militärmusikkomponist. Und neben Gottfried Piefke oder Hermann Ludwig Blankenburg für seine großartigen Marschmusikkompositionen bekannt. Für diese beiden Stücke, March of the Trolls und Eher Never, wünsche ich Ihnen nun beste Unterhaltung mit dem Reservistenmusikzug Oberpfalz. Thank you.
Der Titel unseres nächsten Stückes, der klingt spektakulär. Er ist auf Englisch: The Great Locomotive Chase, was so viel heißt wie die große Verfolgungsjagd der Lokomotiven. Tatsächlich handelt es sich hier um eine wahre Begebenheit aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, der schon sehr lange her, das war damals im Jahr 1862, als dieses Ereignis eintraf. Spione der Nordstaaten kaperten hinter den feindlichen Linien eine große Lok namens The General. Auf ihrer Fahrt Richtung Norden zerstörten sie wichtige Brücken und Telegrafenmasten und wurden schließlich von einer weiteren Lok mit dem Namen The Texas verfolgt. Diese Verfolgungsjagd, die endete nach 87 Meilen, weil der Lok der Sprit ausging. Die Spione sind geflüchtet, wurden aber dann doch gefasst. 1956 wurde dieses historische Ereignis von Disney verfilmt und im Jahr 2000 hat Robert W. Smith, ein amerikanischer Komponist, das Thema als Programmmusik für symphonisches Blasorchester umgesetzt. Auf diese musikalische Erzählung aus der amerikanischen Geschichte dürfen Sie sich nun freuen. The Great Locomotive Chase. Viel Vergnügen.
Jetzt haben Sie durch Ihren Applaus gar nicht mehr gehört, dass uns die Luft ausgegangen ist. Also auch wie der Lok ganz am Ende dieses. Okay. Ja, man glaubt fast nicht, was man mit einem Blasorchester an Musik umsetzen kann, wie ähnlich das tatsächlich so eine Lokfahrt klingen kann. Nach der ehernen Lehr, also der eisernen Lehr und jetzt der Geschichte über dieses Stahlross, endet quasi unser blecherner, metallerner Musikblock mit einem Stück für ein Instrument mit Metallplatten. Da steht da hinten, von innen aus gesehen, rechts auf der Bühne. Dieses sogenannte Vibraphon ist ein besonders beliebtes Instrument, vor allem im Jazz. Es wird mit zwei oder häufig auch mit vier Schlägeln gespielt und hat einen Motor, der die Töne in den Resonanzröhren zum Vibrieren bringt. Unser Solist Wolfgang Augsberger wird Ihnen dieses Instrument nun vorstellen. Das Stück, das wir jetzt für Sie spielen, trägt den Titel Vibraphonia und es zeigt die unterschiedlichen Facetten dieses Schlaginstrumentes auf. Ich wünsche dem Solisten gutes Gelingen und Ihnen viel Vergnügen. Vibraphonia.
von Augsberger am Vibraphon, meine Damen und Herren. Ich lüge Sie jetzt nicht an. Dieses Vibraphon haben wir vom Zentrum Militärmusik bekommen. Das ist aus Beständen des ehemaligen Nationalorchesters der Nationalen Volksarmee. Also da wissen Sie, wie alt dieses Instrument ist. Haben wir vom Zentrum Militärmusik vor 3 Jahren bekommen. Und übermorgen, Mittwoch, spielen wir in Amberg im Stadttheater. Und da kommt der ehemalige stellvertretende Inspizient des Zentrums Militärmusik, Oberstleutnant A.D. Zifny. Und für den, weil dem haben wir das zu verdanken, dass wir dieses Instrument bekommen haben, für den haben wir dieses Stück einstudiert. Und auch Sie, top, super, danke. Nochmal einen Sonderapplaus. Es gibt Musicals bzw. Broadway-Shows, die waren als Ganzes nur sehr wenig erfolgreich. Aber einzelne Stücke haben es zu Weltruhm gebracht. Und so eines steht jetzt als nächstes bei uns auf dem Programm. Wahrscheinlich haben Sie noch nie von The International Review aus dem Jahr 1930 gehört. Ich zumindest nicht. Einen Song daraus kennen Sie aber, glaube ich, nämlich den Titel On the Sunny Side of the Street. Dieser Song wurde bekannt in der Zeit der Weltwirtschaftskrise 1930 und bot in Text und Musik einen ersehnten Optimismus, den die Leute hören wollten. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen und erst recht nie im Schatten durch die Gassen flanieren. Gehen Sie immer auf die Straßenseite, wo die Sonne scheint. Darum geht es in diesem folgenden Song. Ein Popsong und Jazz-Standard zugleich. Die Musik stammt von Jimmy McHugh und der wunderbare Text ist von Dorothy Fields. Ich zitiere noch mal kurz aus dem Text. Wenn man schon keinen Cent mehr hat, dann solle man sich doch seine verstaubten Füße ruhig mal in der Sonne, also auf der Sonnenseite anschauen, dann könnte es sein, dass dieser Staub wie Goldstaub glitzert und man fühlt sich gleich reich wie Rockefeller. Dieses Lied mit diesem wunderbaren Text präsentieren wir Ihnen nun und wir freuen uns auf unsere und Ihre Gastsolistin. Ottilie Liebhaber, da hinten steht sie. Herzlich willkommen. Side of the street.
your feet on the sunny side of the street. Cause you hear that pitter-pat and that happy sound is yourself. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk in the shade with those blues on the rain. Der wäre vor ein paar Wochen, am 25. August, tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Er ist vor allem durch das Musical West Side Story einem breiten Publikum bekannt geworden. Er war ein Meister im Arrangieren von gefühlvoll, aber auch von rassiger Musik. Wir haben jetzt für Sie, wie gesagt, die Ouvertüre Slava im Programm. Dieses Wort Slava ist zum einen der slawische Begriff für Feierlichkeit, aber auch hat eine ganz andere Bedeutung, nämlich hier in diesem Stück. Slava ist nämlich auch der Spitzname eines großen russischen Cellisten und Dirigenten mit dem schwierigen Namen Mstislav Rostropowitsch. Vielleicht kann es jemand besser aussprechen als ich. Einigen wir uns auf Rostropowitsch, den Vornamen lassen wir weg. Für den hat Bernstein tatsächlich diese kurze Ouvertüre komponiert, weil nämlich Rostropowitsch sein erstes Konzert in Washington dirigiert hat mit der National Symphony und deshalb hat er es ihm gewidmet. Der Stil der Ouvertüre ist von Jazz und populärer Musik beeinflusst. Die Verwendung eines Sopransaxophons gibt der beschwingten 7/8-Melodie eine ganz besondere Note. Kurz vor Schluss der Ouvertüre grüßt der Komponist seinen Freund Rostropowitsch mit einem lauten Slava-Ruf des Orchesters. Wenn Sie diesen Ruf hören, dann dauert es nicht mehr lange bis zur Pause. Ja, und in der 20-minütigen Pause stärken Sie sich und wir tun es auch. Und dann geht es im zweiten Teil mit gleicher Kraft weiter. Viel Vergnügen, Slava!